Und die Person, die diesmal mitkommt, liegt mir auch sehr am Herzen. Das ist eine Person, die ich sehr lange kenne und... Are you good, bro? I'm good, bro. Jo, Moritz hat abgeschrieben. Was? Ich hab doch nicht abgeschrieben. Ja, das meine ich jetzt. Warte, nicht. Und er saß dann so da. Dieses Jahr habe ich meinen Führerschein innerhalb von 7 Tagen gemacht. Ich verstanden. Gut. Nein, Spaß. Und dann dachte ich mir, ich habe eigentlich Bock auf einen Roadtrip. Ich möchte mir einen Bus kaufen und mit dem durch Europa fahren. Gesagt, getan. Ich habe mir einen Bus gekauft und habe ihn so umgebaut, dass wir darin wohnen können. Ich habe ein Bett reingebaut, ich habe mir eine Musikbox gekauft, damit wir natürlich Musik hören können auf der Fahrt. Das Ganze habe ich während eines Mini-Roadtrips durch Deutschland gemacht, weil ich erstmal testen wollte, ob das alles so funktioniert. Wir sind in Leipzig angekommen. Guck mal, wie ich geparkt habe, Digga. Perfekt, dann schaut euch den Reifen an. Das alles lief reibungslos. Wir waren in vielen verschiedenen Städten. In Leipzig, in Berlin, in Wolfsburg und in vielen weiteren. Dann sollte der Roadtrip starten. Allerdings konnten wir das Datum nicht ganz einhalten. Der Grund dafür war die Beerdigung meiner Oma. Deswegen sind wir dann ein paar Tage später losgefahren. AJ, Moritz und ich. Wir waren in den ersten deutschen Städten. In Berlin, in Leipzig, in Gera, in München, in Heilbronn. Und dann sind wir weiter durch Frankreich gefahren, auf dem Weg nach Barcelona. Dort haben wir auch viele schöne Orte gesehen und eine Stunde vor Barcelona ist es dann passiert. Eine Stunde vor Barcelona in Figueres hat mein Bus angefangen zu brennen. Und alles war umsonst. Alles kam irgendwie anders als erwartet. Wir haben jeden Tag 14 Stunden für einen Vlog gebraucht. Manchmal hat es sogar länger gedauert. Wir waren immer auf Strom und Internet irgendwo angewiesen. Und während des Roadtrips habe ich mir das Handgelenk gebrochen und musste trotzdem mit meinem Bus fahren. Als wäre das nicht genug, hatten wir kaum Schlaf und waren irgendwie alle sehr unglücklich und gereizt. Aber nach außen hin hat man nie was davon mitbekommen. Nun standen wir in Figueres, irgendwo in Spanien, im Industriegebiet. Mein Bus war kaputt und wir wussten nicht mehr weiter. Wir mussten uns um ein Hotel kümmern, sind mit dem Taxi nach Barcelona gefahren, was extrem teuer war. Wir mussten uns ein Hotel buchen, was auch extrem teuer war. Und plötzlich hatte ich eine Blockade wie nie zuvor und war einfach nur noch antriebslos. Ich wollte vloggen und nichts hat mehr funktioniert. Das haben wir uns alles irgendwie anders vorgestellt und ich habe mir gesagt, ich mache nie wieder einen Roadtrip. Jedenfalls nicht mit Arbeit verbunden. Jetzt, ein paar Monate später, möchten wir es nochmal probieren. Aus Fehlern lernt man schließlich und am Ende des Tages ist mein Motto KTGA. Keep the grind alive. Ihr habt es euch gewünscht und deswegen gibt es einen zweiten Roadtrip, Leute. Der zweite Roadtrip heißt KTGA Trip. Keep the grind alive. Wir haben so viele Fehler gemacht auf dem ersten Roadtrip, Leute, und wir lernen aus Fehlern. Das sollte man immer tun. Man sollte nie aufgeben. Und wir probieren das Ganze nochmal mit anderen Personen, wobei eigentlich ist es nur eine andere Person. Denn Leute, mein Bus hat ja gebrannt und das darf nicht nochmal passieren. Wie gesagt, wir lernen aus Fehlern. Der rothaarige Moritz kann deswegen nicht mit, weil er hat rote Haare und brennt halt und nicht, dass mein Bus dann wieder brennt. Okay, der war flach, aber ein Versuch war's wert. Es war eine Menge Stress, Leute. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir besser machen können. Wir sind auf eure Wünsche eingegangen. Ihr wolltet, dass wir mehr aus dem Bus filmen während der Fahrt. Das alles werden wir natürlich machen und Leute, ich bin schon ein bisschen hyped. Ich verrate euch heute auch nicht, welche Person noch mitkommt und Leute, wir haben den Bus nicht mal hier stehen. Den musste ich auch noch abholen. Der war ja in der Werkstatt. Der war ja auch ursprünglich auch noch in Figueres. Lol. Der ist auch wieder soweit repariert und die Person, die diesmal mitkommt, liegt mir auch sehr am Herzen. Das ist eine Person, die ich sehr lange kenne und ja, in letzter Zeit gefühlt gar nicht mehr sehe. Deswegen freue ich mich darauf und der hilft uns auch, weil ich werde selber gar nicht fahren. Ich werde mich aufs Vloggen konzentrieren. Wir haben auch uns schon drum gekümmert, dass wir Strom und so weiter haben. Also so halb. Wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Und dann wird es auf jeden Fall entspannter. Diesmal machen wir uns auch nicht so einen Stress, Leute. Wir sind gefühlt nach einer Woche letztes Mal schon in Spanien gewesen. Das muss nicht unbedingt sein. Vielleicht auch doch. Mal gucken. Wir machen es spontan, Leute. Ja, Leute, natürlich müssen wir auch fresh sein. Ich muss meine Seiten mal wieder schneiden. Deswegen gehen wir jetzt in die Stadt und ich lasse die cutten, weil wenn wir auf dem Weg angehalten werden, dann müssen die Polizisten natürlich auch denken, okay, Digga, die sehen schon mies fresh aus. Die lassen wir mal weiterfahren. Wir müssen an alles denken, Leute. Wir dürfen keine Fehler machen. Ach ja, übrigens, Leute, momentan verlose ich
die neuen AirPods Pro mit Unterschrift von mir. Wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr einfach nur meinen Kanal kostenlos abonnieren, ein Like geben und einen Kommentar schreiben unter jedem Video, was ich im Dezember hochlade. Am Ende werde ich mir das Video mit den wenigsten Klicks raussuchen und da einen Kommentar picken und das ist dann der Gewinner. Okay Leute, ich würde sagen, wir gehen in die Stadt. Vielleicht treffen wir uns da auch noch mit einer gewissen Person. Oh Mann, ich bin so krank, Leute, deswegen habe ich mir auch einen Schal gekauft. Ihr müsst wissen, ich hatte fett Fieber, deswegen kamen auch nicht so viele Vlogs. Allerdings hatte ich trotzdem enormen Stress und auch viel Schlafmangel. Ich habe viel durchgemacht, habe auch immer Nasenbluten bekommen. Das ist immer, wenn ich durchmache. Mehrmals habe ich Nasenbluten bekommen. Crazy, deswegen gehe ich auf jeden Fall auch noch in die Apotheke und hole mir irgendwas. Ja, Leute, aber wir haben natürlich gehasselt. Ich kann nicht einfach einen Tag gar nichts machen. Es geht nicht, Leute. Psch, Leute, verratet es keinem, aber bald kommt ein Song von AJ und mir. Der heißt Keep the Grind Alive, Leute, weil ich möchte einfach an euch mal diese Message weitergeben. Ihr seht immer nur das, was so vor der Kamera passiert. Ja, aber es läuft auch vieles hinter der Kamera, wisst ihr? Und es ist auch nicht immer so perfekt, wie es nach außen scheint. Und ich möchte mehr diese Seite auch, zur Schau stellen. Genau, da kommt auch nochmal ein Video, wo ich mehr darauf eingehe, wo ich auch nochmal über das Jahr 2019 rede, weil es ist eine Menge passiert. Aber Leute, gebt niemals auf, keep the Grind Alive! Boom! Ab in die Stadt! Leute, irgendwie ist es sehr schön, wenn mal in Hildesheim so ein bisschen mehr los ist. Traffic ist am Start. Normal sind die Straßen hier immer gefühlt leer. Aber liegt wahrscheinlich auch an dem Weihnachtsmarkt hier in Hildesheim. Yes, von Annie. Ich darf nicht vergessen, zur Apotheke zu gehen. Wir treffen uns erstmal mit dem Rothaarigen. Ja, ich hoffe, er zündet uns nicht an. Hi. I made it. Ich habe dran gedacht, jetzt gehen wir zu Moritz, weil der wartet schon. Ich habe das lieber vorher gemacht, weil sonst hätte ich vergessen. Moritz schreibt mir, ruft mich an, fragt, wo wir sind. Wir sind hier, er ist nicht da. Are you good, bro? Ah. Ich würde jetzt gerne so eine Dings schon nehmen, so ein Lutschbonbon, aber ich glaube, dann kann ich nicht reden, dann höre ich mich an wie so ein Dulli. Du hörst doch jetzt schon wie ein Dulli. AJ ist heute ganz frech. Are you good, bro? I'm good, bro. Auf jeden, oder? Jetzt nicht mehr. Du kannst ja viel einstecken. Okay, Leute, wir stehen vorm Friseur. Wir werden gleich unsere Haare cutten, aber schaut mal, wer da ist, nach Jahren. Und du schreibst dich an, dass ich zu spät bin hier. Junge, komm mal ein bisschen runter. Ich muss so machen. Wir nehmen dich nicht mit auf den Roadtrip. Hau mal was raus, was können wir besser machen dieses Mal auf dem Roadtrip? Auf dem Roadtrip auf jeden Fall Essen einkaufen für ein, zwei Tage. Weil manchmal hatten wir so Nächte, wo wir das letzte Mal was um 18 Uhr gegessen haben. Nachts um 4 haben wir nichts mehr zu essen gefunden und wir sind alle gestorben. Also ja, ich auf jeden Fall. Ja. Oder trinken. Ich bin auch gestorben, aber du isst eh nur so ein halbes Glas. Das ist auch Standard, Digga. Genauso ist es auch heute schon wieder, ne? Das habe ich gegessen. Packung Kekse in diesem Video von Balls Outlet. Junge, Alter. Ihr hättet mir was mitbringen müssen. Sophia ist übrigens auch krank. Ja. Jetzt sind wir beide im Stimmbruch. Ja. Sick. Richtig gut. Okay, Boys, lass in den Friseur. Let's go. Hi. Let's get this bread. Oh, okay, Leute. Der Boy ist wieder fresh. Nein, nicht der Boy. Ich bin nicht Yo Olli. Ey, was lachst du? Nichts. Was lachst du? Nichts. Nichts. Ernst? Ernst, ne? Ey, warte. Pro? Positiv. Er sagt immer pro-sitiv. Positiv. Ja, ist positiv. Po. Wie der? Po. Po. Früher mal, jetzt nicht mehr. Ey, Wasser ist mein größter? Feind? Das davor? Feind? Wasser ist mein größter? Wasser ist mein größter? Vor dem Feind. Was hast du da gesagt? In Leipzig am Strand. Weiß ich nicht mehr. Erzfeind. Ach ja. Ah, er kann nicht Erzfeind sagen. Oh, nochmal, komm. Nee. Ah, geil. Gibt's heute nicht. Heute nicht. Es ist so witzig, Moritz hier. Dafür lieben wir ihn. Für seine Legasthenie. Das ist geil. Kuss geht raus. In der Schule war es auch immer geil, Digga. Er hat in Mathe immer abgeschrieben. Aber ich habe mich nie unterbringen lassen. Auch wenn ich nicht reden konnte. Bruder, jo, Moritz hat abgeschrieben. Was? Ich hab doch nicht abgeschrieben. Ja, das meine ich jetzt. Warte, nicht. Und er saß dann so da. Aber du auch, Digga. In Politik, okay? Ja. In Mathe habe ich immer alles selber gemacht und meine Eins bekommen. Bei mir wurde abgeschrieben. Grüße gehen an Yannick raus, ne? Und an mich. Ah, ja, und an AJ. Ich bin stolz. Ja, geil. Ihr merkt, ich bin immer noch krank. Aber ich habe mir Glypostat geholt. Yay. Ich gehe schlafen, Leute. Ich muss echt mal pennen gehen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf den Roadtrip. Wir sehen uns. Gute Nacht. Oder schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Peace. Gesundheit.
Du hast mich angesteckt. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side.